So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben jetzt hier noch ganz genau keine Sekunden mehr. Und wir bekommen Haze ist wieder zurück. Neue heftige Lackierung. Blauer Schock. Okay. Krass, Crazy Boy ist immer noch im Shop, okay. Ich dachte, das bleibt nur 24 Stunden da. Sonst ist noch alles beim gleichen beim Deadpool Shop. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ich würde sagen, wir fangen bei der neuen Lackierung an. Okay, ist wieder so eine bessere animierte Lackierung und reaktiv. Das heißt, wenn ihr schießt, kommen solche Blitze da raus. Oder Blitze, oder was sagt man dazu? Nee, man sagt irgendwas anderes dazu. Strom? Kann es sein, weil blauer Schock? Ich weiß nicht. Sagt's mal, oder schreibt's mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr so denkt, was das sein könnte. Wie sieht es auf den anderen Modellen aus? Ist eine heftige Lackierung. Cool. Ich bin auch gleich live auf meinem Zweitkanal, Leute. Um 2.20 Uhr oben rechts auf das i klicken oder mal in die Kommentare schauen, denn dort pinne ich einen Kommentar an, der zu meinem Zweitkanal geht. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Okay, für 500 V-Bucks völlig in Ordnung. Was haben wir hier? Die Skins von gestern, brauche ich glaube ich auch nicht viel dazu sagen, sind coole Skins. Macht man echt nichts falsch. Das Backpack finde ich jetzt nicht so besonders. Nee, haben wir noch die männliche Variante. Auch nicht schlecht, nur das Backpack würde ich jetzt auch nicht benutzen. Passt eine Hacke dazu? Gefällt mir überhaupt nicht. Der Sound auch nicht so wirklich. Bei der genau dasselbe Spiel, aber für 500. Warum nicht? Haben wir heute irgendwas Seltenes da? Mal schauen. Das interessiert euch doch auch immer. Wir haben heute so. Wir haben heute. Boah. Krass. Wir haben heute nichts Seltenes. So wie ich hier gerade sehe, denke ich mal. Nee. Was haben wir hier? Ist irgendwas Krasses da? Okay, nee, warte mal. Hier sollten wir weitermachen, oder? Ja, genau. Haze ist ein heftiger Skin. Der gefällt mir sehr, aber nur in der ersten Variante. Sehr, sehr schwitziger Skin. Aber in der zweiten Variante, da würden mich die Hörner da oben stören. Ja, aber man kann bestimmt auch mit dem Zweitziel sehr, sehr gut spielen. Passendes Backpack dazu würde ich niemals benutzen. Hacke. Sternenwucht. Naja, auch nicht besonders. Leider kein Gleiter. Sakya für 2000. Ja, schon krass überteuerter Skin. Aber sieht schön aus. Was haben wir hier? Hacke dazu. Hat einen coolen Sound. Sieht auch nicht schlecht aus. Leider kein Gleiter, oder? Nee, also das ist jetzt hier die männliche Variante. Nicht mehr meins. Nee, wir haben... Oder haben wir einen Gleiter? Wartet mal, ich skippe mal durch. Nee, wir haben keinen Gleiter. Hacke, überteuert, aber sehr, sehr mächtig. Und hat auch einen coolen Sound. Was haben wir hier? Passende Lackierung. Erinnert mich immer an Black Ops 2. Die Diamantentarnung. Wer die kennt, der kennt die. Gut. Für 500 macht man definitiv nichts falsch. Crazy Boy, heftiges Emote. Und wer sich wundert, hä, warum besitze ich das Emote? Nein, ich habe das nicht gekauft. Ich habe das geschenkt bekommen, Leute. Weil immer viele denken, hä, du darfst ja nichts kaufen. Du hast ja die Challenge am Laufen. Ja, ich habe es geschenkt bekommen, Leute. Chillt. Heftiges Emote. Kann ich euch nur empfehlen. Knight Rider für 1,5. Sehr, sehr langweiliger Skin. War schon gefühlt 1000 Mal im Shop da gewesen. Die hier. Genau dasselbe Spiel, auch schon gefühlt 1000 Mal im Shop da gewesen, nichts Besonderes mehr. Was? Geschmeidige Moves? Heftiges Emote. Coole Musik. Kann man sich immer gönnen, wenn man gerade 800 V-Bucks parat hat und ein neues Emote braucht. Was hatten wir hier noch? Setz dich doch für 200. Sehr, sehr gutes Emote. Falls ihr mal Langeweile habt, setzt euch einfach mal in-game hin. Und dann würde ich sagen, das war's mit einem kurzen Shop-Video.